So oder ganz ähnlich könnten sie ausgesehen haben, die Kelten. Und hier haben sie einst gelebt, hier, wo heute die Marktgemeinde Helpau-Uttendorf liegt. Und sie haben ein wertvolles Erbe hinterlassen. Obwohl man den Kelten auf der einen Seite eher den Hang zum Groben nachsagte, hatten sie nämlich auf der anderen Seite auch ein Händchen fürs Feine und Kostbare. Sie haben damals nicht nur Schwerte geschmiedet, sondern auch filigrane Kunstwerke kreiert, wie der Fund des berühmten goldenen Halsreifs zeigt. Gefunden wurde er in einem Fürstengrab auf dem Grund der Gemeinde Helpau-Uttendorf. Und er ist solch eine Besonderheit, dass er heute im Oberösterreichischen Landesmuseum ausgestellt und der Fund selbst sogar in Meyers Lexikon erwähnt wird. Es gibt sogar Briefmarken davon. Zeugnisse der mehr als 2500 Jahre in der Vergangenheit liegenden Geschichte kann man aber nicht nur im Museum bestaunen. Wer möchte, der kann sich ganz entspannt unter freiem Himmel auf die Spuren der Kelten begeben. Etwa per Fahrrad, auf einem der idyllischen Rad- und Wanderwege oder ganz gemütlich zu Fuß. Dann ist am besten, man besucht in Uttendorf den Keltenwanderweg. Der führt durch den Wald, führt auch am Fürstengrab vorbei, wo der Uttendorfer Halsring, der Goldring, gefunden wurde. Ein Zeichen damaliger Kunstfertigkeit und von Wohlstand. Mindestens seit den Kelten und ihren geschickten Handwerkern und Händlern hat Wirtschaftserfolg hier also Tradition. Und der Handelserfolg war es auch, der Helpau-Uttendorf vor über 500 Jahren den Titel Marktgemeinde einbrachte. Es ist die zweitälteste Marktgemeinde im Bezirk und sie hat bis heute noch einen der bekanntesten und beliebtesten Jahrmärkte im Umkreis, den Josephi-Markt. Der findet jedes Jahr am zweiten Wochenende März statt. Das ist die Woche vor dem Namenstag des Josef. Der Josephi-Markt, den gibt es seit 150 Jahren. Früher ursprünglich war es ein Vieh- und Rossmarkt. Erst seit 1967 gibt es ihn in dieser Form, als gekoppelt mit der Gewerbeausstellung. Und heute spannt er sich vom Ortsrand Richtung Mattighofen bis zum Marktplatz. Einige Einheimische behaupten ja sogar, Helpau-Uttendorf habe den schönsten Marktplatz weit und breit. Nun, einfach mal vorbeischauen und selbst herausfinden. Im Jahr 1835 wurde dieser Marktplatz übrigens von einem verheerenden Feuer bis auf drei Gebäude vollständig vernichtet. Natürlich packte man an und baute ihn bis 1841 in der heutigen Form wieder auf. Stolz sind die 3400 Gemeindebürger aber sicher nicht nur darauf, sondern auch auf ihre Schlosskirche, das Wahrzeichen der Gemeinde. Nach mehrmaliger Zerstörung wurde die Schlosskirche im 14. Jahrhundert wieder errichtet. 1745 das baufällige Schloss schließlich abgetragen, die Kirche aber stehen gelassen und erneuert. Und ein Blick vom Schlossberg über die Gemeinde, das ist ein Eindruck, den sich kein Besucher entgehen lassen sollte. Ebenso wenig verpassen sollte man die gotische Wallfahrtskirche in St. Florian, deren Besonderheit vor allem der Friedhof ist. Bei Kriegsende 1945 wurde im Raum Uttendorf und Mauerkirchen die 6. Armee, die sogenannte Stalingrad-Armee, aufgelöst. Die Soldaten, die in den Lazaretten von Helpau-Uttendorf verstarben, wurden rund um die Kirche St. Florian beerdigt. Und noch heute erinnert eine eigene Gedenkstätte daran. Was es zu Zeiten der Kelten hier schon gab und heute immer noch? Nun, zum Beispiel Fische, weiß man ja auch von Asterix. Diese haben die Kelten aber wohl doch eher zum Essen und Handeln genutzt, als um sich damit zu verprügeln. Apropos Handeln, damit haben die Uttendorfer auch früh begonnen und damit Gewerbe angesiedelt. Gut, diese Wurzeln reichen nicht Jahrhunderte zurück, aber vergleichsweise weit. Angefangen haben wir in der Gemeinde seit den 70er Jahren. Wir sind jetzt in der glücklichen Lage, dass wir wieder erweitern müssen für die nächsten Jahre. Wir haben sehr bodenständige Betriebe bei uns. Tradition ist ja die Ziegelei, die mittlerweile jetzt von der Firma Wienerberger schon längere Zeit geführt wird. Wir haben aber auch sehr handwerkliche Berufe wie Kleidermacher, wie Schuster, wie Hutmacher, das sehr selten ist. Und ich bin sehr stolz auf die Mischung bei uns. Ein Gespür für die richtige Mischung hat übrigens ein Betrieb in Helpau-Uttendorf ganz besonders. Die Traditionsbrauerei der Familie Fitztum. Urkundlich belegt wird dort seit dem Jahr 1600 Gerstensaft vergoren. Heute stolze 20.000 Hektoliter im Jahr. 1975 waren es nur 3.000. Na, wenn das kein Grund zum Anstoßen ist. Womit wir wieder beim Anfang wären. Denn auch schon die Kelten haben hier in der Region Helpau-Uttendorf sicher gerne miteinander angestoßen.